Willkommen zurück zu XCOM 2. Während Jen und Tigen in der Shadow Chamber an der Blackside Vale arbeiten, dürfen wir uns auf eine Mission begeben. Und zwar in Western Europe ist ein Supply Raid. 19 Stunden haben wir noch Zeit, aber logischerweise gibt es dort keinen Grund zu warten. Die Shadow Chamber sagt 11 Gegner. Und zwar der Advanced Officer, der Heavy Lancer, der Advanced Trooper, ein noch unbekannter Gegner, sowie der Viper, Mutant und Advent Shield Bearer. Das wird lustig. So, ich habe wieder ein paar Mod installiert gehabt, hier und da ein paar Voice Packs, aber es gibt eine ganz große Mod, die auch aufgefallen ist außerhalb der Spiele-Community, und zwar die Squad Cohesion. Was ist das? Und zwar ist es mehr oder weniger ein System, das aus Fire Emblem geklaut oder die Idee genommen worden ist. Und zwar, die Soldaten haben jetzt Freundschaftswerte und wenn sie zusammenarbeiten, könnte das Ganze nach oben und nach unten gehen. Und nach einer gewissen Zeit gibt es dementsprechend Boni. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu heftig ist, ob es zu viele Boni sind über die Dauer, dass das Ganze eventuell zu einfach machen könnte. Aber wir werden einfach mal gucken. Und wenn es dann wirklich halt zu heftig wird, dann werden wir das Ganze einfach deaktivieren. Wir haben 388. Das ist sehr interessant. Das ist scheinbar schon so einen gewissen Startwert generiert, obwohl wir die Mod erst jetzt installiert haben. Ich glaube, von 300 bis 600 gibt es den ersten Sprung. Das heißt, wir kriegen so einen gewissen Boni. So, Party Composition, wie sieht's aus? Wir haben die drei Standard, ich denke, da gibt's nicht viel zu sagen. Dann haben wir hier unser erstes Problemkind, und zwar Zero Will, das heißt, er ist shaken, aber ich denke, das ist genau die Mission, wo wir ihn... Ist das genau die Mission, wo wir ihn eigentlich mitnehmen möchten? Vermute ich nicht, denn es ist eine very difficult Mission. Aber wir haben einfach gesehen, dass es super hilfreich sein kann, einfach mehrere von den Grenadieren am Start zu haben, einfach um uns zu ballern wie kein zweiter. Und dazu, er hat Volatile Mix ebenfalls noch, das heißt also, der Radius und der Schaden ist noch höher. Und das ist für ihn super wichtig. So, das ist eine Mission, wo wir nicht rumspaßen dürfen. Wie gesagt, very difficult. Und dementsprechend, ja doch, Maestro. Oh, sehr schön. Das Cohesion kann man auch sogar sofort sehen. Aber bitte fragt mich nicht, wie das hundertprozentig funktioniert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn wir haben zum Beispiel gerade gesehen gehabt, ein Soldat entfernt ging von 388 auf 348 runter. Und das war im Endeffekt einer, der doch weiter unten angesiedelt ist. Und da sieht man halt auch wirklich, ein paar haben schon so ein bisschen bessere, andere wiederum schlechtere. Das ist durchaus interessant. Hier Limfreak hat zum Beispiel Friends gehabt, Er hat auch Friends, also wird sich hier vermutlich nicht allzu viel tun. Dauert schon mal immer so ein bisschen, bis er das Ganze berechnet. Aber wir können auf jeden Fall schon einsehen, wie das Ganze funktioniert. Ich denke, das wird die Gruppe sein. Ich denke, ich werde ihm auch hier wieder die Weste lassen. Einfach, weil er näher an den Gegner dran ist, Chance höher ist, getroffen zu werden. Und hält dann dementsprechend 1 aus. Holy shit, das ist ein großer Sprung gewesen. Ja. Ich denke, damit werden wir es versuchen. Denn das ist die mitbeste Gruppe, die wir haben. Ebenfalls gibt es mit dieser Mod die Möglichkeit, Squads zu erstellen, dass man die schneller reinladen kann. Also das ist insgesamt eine ganz gute Mod außerhalb von diesem Boni-System sogar. They managed to disable in this area, and the aliens have apparently struggled to get it moving again. This is our chance to strike. Anything we can recover from that transport will be a boost to our efforts. Move in and secure the surrounding area. Eliminate all hostile contacts with extreme prejudice. Will do. So, neutralize all enemy targets and secure supplies at transport station. Holy shit. The Advent troop transport is nearby. Engage and eliminate all hostile forces. Also das ist wirklich eine Mod, die wir einfach mal ausprobieren werden. Wir haben gerade gesehen, wir haben einiges an Boni bekommen. Ich werde nochmal, wenn ich es nicht vergesse, in der Videobeschreibung hinzufügen, was dieser Boni aktuell ist. Einfach weil es zu viel auf einmal war, um das sehen zu können. Aber es gibt halt zu jeder Sache ein bisschen Willpower, ein bisschen besser Hacking. Bitte fragt mich nicht, wie das funktioniert, aber es tut's. Also in jedem Stats gibt es irgendwie ein paar Boni. So,
Wir sind an einem sehr interessanten Punkt, denn ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Das scheint eine Ecke zu sein. Okay, also wir starten wieder in der unteren Ecke. So. Wie starten wir das? Wir wissen, unten in der Ecke, das würde das Ganze uns entdecken lassen. Wir haben 4 Fullcover, das ist gut. Aber wir wollen das natürlich clever starten. So, ich würde sagen, kommst du da irgendwie gescheit durch, Checkmate? Besonderweise nicht, aber weil ihm so viele Gegner, Partner noch davor stehen. Das ist eine eklige Stelle, einfach weil man zum Beispiel aus irgendeinem Grund die Cover-Sachen nicht sieht. Okay, das missfällt mir jetzt natürlich so ein bisschen. Nicht, dass es irgendeine Mod macht. Das ist immer das Problem mit Mods. Irgendeine Mod könnte jetzt hier einfach querschlagen und mir das dementsprechend versauen. Das missfällt mir. Ernsthaft, kannst du nicht da hinlaufen, Bones? Ja! Lass mal ganz kurz so den ersten Schritt machen. Okay, also hier können wir es jetzt sehen. Können wir es jetzt vielleicht... No, weiterhin nicht. Ha, das ist natürlich unfein. Irgendeine Mod spielt mir hier dazwischen. Ich denke, ich werde mal ganz kurz nachgucken, denn nicht zu wissen, was Cover in welcher Art und Weise ist, ist böse. Ein simpler Reload hat es getan, sehr schön. Und dementsprechend machen wir einfach weiter. Es war eh verwunderlich, denn die meisten Sachen sind wirklich Voice Packs und ich hätte mich dann halt dann doch schon gewundert, wenn irgendein Futurama Voice Pack mir das Ganze versaut hätte. Ja! So, ich denke, mit dem Move können wir erneut machen. Logischerweise war das nicht sehbar, weil wir nicht sehen konnten, wo wir da hinlaufen. Oh, es ist angenehm, wieder zu wissen, was was ist. Klar, in gewissen Situationen ist offensichtlich, aber wir hatten hier und da schon Situationen, wo man dachte, hey, ist das vielleicht Fullcover? Und dann war das nicht der Fall. Dadurch, dass hier die Ecke ist, denke ich, dass wir nicht hier unten das öffnen müssten. Oder? Ich will, dass Schattenmensch nach oben sich begibt. Einfach wegen der Übersicht. Ja, dann mach du mal hier auf. Weiß nicht, wie notwendig das ist, aber mehr Wege zu haben, ist, denke ich, immer clever. Ja. War es clever, mit dem da überhaupt hinzulaufen? Nee, weiß nicht. Je nachdem halt, wie wir... Oh. Oh, Moment. Hier ist schon Ende. Hier ist Ende der Map. Hier ist Ende. Da ist Ende. Okay, ist ein bisschen mehr Platz, aber im Endeffekt scheint es sich alles hier nach oben zu spielen. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen sogar. Okay, haben wir das einfach notfallshalber aufgemacht. Und wir werden uns alle jetzt hier lang nur noch bewegen. Okay, das war sogar hilfreich dann in der Hinsicht. Okay, großes Problem ist natürlich, dass ich nicht sagen kann, wie wir wirklich mit... mit Great Atomsk arbeiten dürfen. Denn er ist shaken. Das ist definitiv ein Nachteil. Steht da genau dabei? By the stress of the previous injury and is suffering a will penalty. Ja. Also er muss definitiv ferngehalten werden von Gegnern, die ihn irgendwie mit Will treffen könnten. Und am besten wäre natürlich auch, wenn keiner draufgehen würde dabei. Over there. Oh boy, okay. Na, jetzt schon lustig los. Und dementsprechend müssen wir auch schon darauf achten, wie weit wir hier gehen dürften. So, die Dinger kann man nicht hacken. Doch, könnte man, nevermind. Shutdown 100% und Control ist 65. Das geht, aber logischerweise ist es nicht unbedingt etwas, was man sofort ausprobieren sollte. Das wollen wir erst machen, wenn wir all unsere Daten bereit haben. Geh mal hier hin. Da! Da, indeed. Du, Torch, gehst hier hin, denke ich. Ich hoffe damit, ja, sollte er eigentlich da rumgucken. Oh boy, das war dumm. Ja, das war dumm. Geh mal hier rüber. Und du... Ich hatte wirklich gehofft, dass man den halt vielleicht noch ein bisschen besser positionieren könnte. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir ihn hier hochbringen können, ohne dass ihn jemand bemerkt. Denn der Radius ist scheinbar bis hier so. Dadurch, dass das Ding sich nicht bewegen kann, sollte da hoffentlich nichts passieren.
Okay, mehr Informationen, das ist gut. Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass wir die jetzt auch mehr oder weniger getriggert haben. Und ihn bewege ich logischerweise rum, damit er nicht flankiert werden kann. So, das ist ein Stunner und ein Commander und ein Normali. Okay. Er hat extra Armor. Mhm, interessant. So. Dich müssen wir doch dazu rufen. Ich würde ganz gerne wissen, was hier drin ist, ohne alles kaputt zu machen. Oh, interessanterweise, hier kommt man nicht rein oder raus. Dementsprechend da reinzugehen, bringt uns überhaupt nichts. Das ist natürlich extremst doof, ne? Denn, oh, hier ist ein Fluss. Okay, wir wissen, dass hier nicht allzu viel ist. Hier ist der Checkpoint. Wir müssen wirklich ganz genau durchplanen. Wir haben hier Full Cover, 3 Stück. Alles andere ist nicht Cover. Oder halt nicht perfektes Cover. Hier haben wir Bäume. Bäume sind überall am Start. Und das wird auch die mit wichtigste Sache sein. Also es ist wirklich nicht einfach zu sagen, wie man das Ganze hier machen sollte. Du musst relativ nah dran. Die Frage ist, was ist das Beste nah dran in der Situation? Denn wir wissen, hier ist... Also ich denke, das Gebäude ist fast das Schlechteste, was wir nehmen können. Hier ist zwar schön, aber wenn wir halt näher ran müssen, haben wir nur noch hier Half-Cover. Und da drinnen, und das Problem ist, da drin können wir halt nicht nach da schießen, sondern wirklich halt nur nach hier unten. Und das ist einfach nicht gut. Dementsprechend würde ich sagen, wir müssen auf die Bäume zurückgreifen. Ah, das ist nicht einfach. Ideal wäre logischerweise, wenn wir das Ding übernehmen könnten. Weil dann hätten wir jemanden an unserer Seite. Aber logischerweise werden wir das Ganze so machen, dass wir erst den Schuss machen, dann das Ding versuchen zu übernehmen, weil eventuell laufen die dann zum Beispiel hier hin und dann können die flankiert werden. Frage ist nur, wie wir das Ganze machen. Ich würde wirklich sagen, du läufst einfach aus der Entfernung dorthin. Ja, schön. Du... Ich denke, ich wirklich das fast... mit fast das Beste. Und die Grenadiere, Die Grenadiere sind logischerweise die, die halt versuchen, denen das Cover zu rauben. Dementsprechend müssen wir überlegen, wo wir die hinplatzieren. Ich denke, das können wir aktuell nur schwer sagen, einfach weil wir nicht jetzt in dieser Runde angreifen. Ah ja, ich denke, ich... Doch, ich muss dahin, einfach weil er dann eine bessere Sicht auf die Turret hat. Klar, könnte von hier auch schon sehen. Aber das ist mir so aktuell einfach ein bisschen lieber. Du. Ja, das ist die Frage. Das ist die große, große Frage. Wie kann man euch bewegen? Du willst logischerweise vorrücken, das heißt, du wirst dann als nächstes hier. Ja, du rückst einfach mal. Rückst du oder rückst du nicht? Klar, könnte er dorthin, aber die Frage ist halt, ob der Medic halt großartig auf eine Seite sich konzentrieren sollte. Oder lieber zentral bleiben sollte. Wir könnten, oh, wir könnten hier auch einen hinschicken. Logischerweise will ich das nicht diese Runde machen, einfach weil ich nicht weiß, wie die sich bewegen. Wenn die sich nämlich voran bewegen, dann könnte es passieren, dass wir in einen Kampf geraten. Was wäre clever? Ich denke, ich würde fast lieber sagen, er geht hier rüber. Du gehst hier rüber. Und du gehst hier hin. Let's go for a ride. Let's indeed. We must have just get over here. Ja. One position, Overwatch. Okay, die bewegen sich weiter. Die große Frage ist, wie weit kannst du ballern? Du bist derjenige, der richtig gut, okay. Das ist mir nicht genug. Das Problem ist vermutlich, dass wenn die entdeckt werden, die würden sich vermutlich da verstecken. Ja, das ist nicht ideal, das ist nicht ideal. Wie weit kannst du dich bewegen? Du könntest da unten hin, du könntest hier so versuchen hinzulaufen.
Aber das wäre natürlich auch super riskant. Und das ist, denke ich, das größte Problem, die größte Herausforderung, den cleveren Startpunkt zu finden. Hier ist jetzt ein Problem, denn. Obwohl, das Problem ist nur geringfügig, denn wenn. Ich denke, ihn kann ich hier. Kann ich ihn hervorrücken? Lass mal ganz kurz gucken. Die Map geht noch ein Ticken, aber auch nicht unendlich viel weiter. Ich denke, wir müssen eine Sache ganz klar machen. Und zwar, wir müssen gucken, was da hinten auf uns lauert. Ja. Oh, ist das ein. Das ist kein Kodex. Das ist eine Art Kodex, aber das ist was komplett anderes. Das ist ein Kodex, der noch so Zeug. No, holy shit, the hell are you? Natürlich wird er auch noch. Oh boy. Oh boy. Okay, also ich denke, das mit Cleverste wäre fast gar nicht so viel großartig weiter nach vorne zu rücken. Oh boy, wie machen wir das? Das ist jetzt wirklich übel. Also, die erste Sache sollte nur sein, die zu triggern. Die und die Turret, logischerweise. Das wird schwer. Das wird gar nicht so einfach. Idealfall wäre, dass die getriggert werden, hier nach vorne laufen, wir das Ding übernehmen und die dann halt flankieren. Unser Problem ist jedoch nur, dass ich nicht weiß, wie ich mit dieser rechten Seite aktuell agieren soll. Denn die linke ist meines Erachtens in Ordnung. Denn wir können hier noch lang ziehen, wir könnten ihn hier hochziehen, dann könnte er eventuell besser schießen. Aber die Seite ist mir riskant, denn wenn die hier nach oben ziehen, was möglich wäre, dann könnte es passieren, dass die dann halt diese Gruppe hier triggern. Und das ist mir zu riskant. Aber wenn die halt da halt getriggert werden, dann laufen die vermutlich in diesem Bereich weiterhin. Das heißt, die linke Seite, so cool es wäre, die zu flankieren, ist zu weit weg für den ganzen Spaß. Dementsprechend sollte man überlegen, ob man die hier nicht rüberzieht. Und. Okay, ich denke, wir werden es wie folgt machen. Du. Oh, bitte lass da oben nichts sein. Das ist nur ein verdammtes Fahrzeug. Du geh erstmal hier hin. DSR geht hier hoch. Du gehst hier hin. Damit bist du nämlich noch näher am Ziel dran. Kannst du durch deinen Granatwerfer nutzen. Du rückst hier rüber. Du bist derjenige, der dahin gehen wird. Und du. Dir weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Könnte versuchen, ihn halt trotzdem hier lang zu ziehen aus Sicherheit. Aber halt auch diese Sicherheit ist etwas riskant. Er kann theoretisch ins Wasser gehen, was nicht falsch ist. Traue ich mich hier hinzugehen? Ja. Run, little sheep, run! It's the big bad wolf! Denke, das sollte immer noch die Idee Supreme sein. truth! Come on, me! Und du konzielt over. We claim this in the Emperor's name! Okay, die hüpfen jetzt hier weiter, gut. Ich denke, wir werden jetzt dann halt gleich den Angriff starten. Die Frage ist, wer macht diesen Angriff? Ich denke, das ist eine sehr gute Position. Ah, die Kollegen halten mittlerweile schon einiges aus. Oder immer noch, müsste man sagen. Denn man darf nicht vergessen, die haben jetzt schon ihre neuen Waffen. Camaraderie? Wird das so geschrieben? Okay. Okay, Deadeye. Ich will den Heavy Lancer, denke ich, als LSS ausschalten. Come on. 95 bzw. 88%. You can do it! Nope, nicht so. Let's go. Yes! Sweet. Wie gesagt, ich hasse die Lancer mit am meisten. Denke von gefolgt von den Vipern und den. Und dem Codex. Okay, hi. Das Ding sieht übel aus. Das Ding hatten wir gerade kurz gesehen gehabt. Gar nicht lustig.
So, du könntest jetzt nochmal mit der Pistole feuern, interessanterweise. Und ich realisiere gerade, dass er vermutlich jetzt sogar zu weit ist, um das Ding zu sehen. Ah, nope. Könntest du damit was machen? Yes, könntest du. Okay, vor allem wissen die nicht, dass der dort ist. Das ist natürlich auch super angenehm. Vor allem, wenn wir uns clever anstellen. Nope, leider nicht ganz. Interessanterweise wird er gar nicht angezeigt, oder? Nope. Nur gerade so. Ideal wäre wirklich, wenn wir halt beide treffen könnten. Ich merke, ich habe den Schritt im Endeffekt einen zu früh gemacht, aber... Okay, wir werden mal ganz kurz nochmal ranfliegen, denke ich. Okay, I'm here. Und einfach erstmal gucken. Flieg, kleine Drohne. Trauen wir uns, das Ding zu hacken. Und zwar auch als Übernahme. Mein Problem ist, wenn ich das Ding übernehme, könnte ich eventuell die nächste Sache triggern. Oh boy. Das habe ich jetzt bisher noch nicht eingerechnet gehabt. Wenn wir das Ding übernehmen, könnte das eventuell die nächste Gruppe... Das könnte eventuell die nächste Gruppe mitnehmen. No, wir dürfen das Ding nicht übernehmen. Ich denke, wir werden es einfach zerstören. Unser Problem ist natürlich auch gleichzeitig wieder, dass die halt eventuell Cover zerstören. Obwohl, nö, die sind eigentlich schön zur Seite. Ich denke, wir werden eher zentral bleiben. Das geht. So ist nicht. Der kommt da nicht mit einem Schub hin. Verdammt. Oh, nicht die Tür. Lass die Tür in Ruhe. Okay, du könntest nur verzeihbar nochmal einen davon treffen, wenn das Ganze schief geht. Aber du bist derjenige, der einfach die mitbeste Chance hat. So, jetzt will ich das Ganze so machen. So, denke ich. Jonk. Schön. Das hat den einen sofort umgenietet. So, das Schöne ist, der könnte jetzt hier vorrücken und den einfach aus... Das sieht den niemand mehr? Sieht den jetzt wirklich niemand mehr? Oh boy. Du musst jetzt mal hier hinrücken. Wir brauchen jemanden, der sieht, wo das Ganze... Ah, sehr schön. Oh, das könntest du übernehmen. Mach du mal bitte. Sehr schön. Okay, wollen wir die andere Gruppe triggern? Ich denke, wir müssen es sogar fast machen, denn er ist mir jetzt ein bisschen zu riskant in der Position. Die haben, glaube ich, keine Macs dabei. Also ich denke, das können wir ruhig probieren. Weil sonst hätte ich logischerweise lieber einen Mac auf meiner Seite, als so eine doofe Turret, die halt nicht lange mitmachen würde. Okay, probieren wir es. Sweet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt gehört das Ding uns. Und wir gucken mal, ob es das jetzt tatsächlich triggert. Es wäre cool, wenn es nicht der Fall wäre. Well, never mind. Die Aliens may have cleaned up the design, but these monsters are no better than the ones my father dealt with. What? Don't lie. Guck dir das Ding mal an. The fuck is this? Ernsthaft. Archon. Oder Archon vermutlich. Wieso triffst du das Ding so gut wie überhaupt nicht? The fuck? Okay, ich denke, das Beste ist wirklich hier hinzugehen. Und ja, du musst vorrücken. Du rückst, denke ich, tatsächlich ein bisschen zentraler. Aber halt nicht zu weit. Und ganz bewusst nur einen, damit wir Overwatch gehen können. Du gehst Pistol Overwatch, ist das Beste, was du machen kannst. Okay, mal gucken, was das Drecksvieh kann. Das Ding ist hacked, ja, okay, das war dann uns. Traut sich das Ding zu bewegen? Das ist die große Frage. Jo, wunderbar. Schön. Oh boy, mein lieber Freund. Will these Elder never die? Ha, okay. Battle Frenzy.
the fuck? They shoot us in the back like traitors. Okay, wir müssen definitiv von der Position weg. Holy shit, what is going on? Okay, der hat schön so gut wie keinen Schaden gemacht. Angenehm für uns, ja. Und vor allem wichtig ist, dass die halt nicht irgendwen von uns angreifen. Also ich denke, das war die mitbeste Sache, die wir machen konnten, mit der Turret das zu triggern, damit die sich erstmal auf das Ding konzentrieren. Hehehe, das Ding nimmt so gut wie keinen Schaden. Schön. Aber wir müssen da weg. Wir müssen unbedingt aus dieser Ecke da weg. Oh ja. Oh ja. Kann ich mich noch bewegen oder kommt das Zeug jetzt gleich runter? Wir müssen uns da definitiv wegbewegen. Die Frage ist, wie wir dann reagieren. Okay, das Ding könnte... Das Ding ist so blind, ist unglaublich. Du könntest auf den schießen und interessanterweise immer noch nicht mit der besten Chance. Das ist echt ein Problem, wow. Okay, wenn du... Ich denke, das Ding in der Luft ist mit das größte Problemkind aktuell. Du könntest dorthin gehen. Das sollte hoffentlich in Ordnung sein. Ich gehe da wirklich davon aus, da wo die Dinger angezeigt werden, würde der auch hinballern. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Das gefällt mir sogar überraschend gut, wie weit wir von den Vipern noch entfernt sind. Aber es ist definitiv wichtig, dass wir komplett uns auf den einen konzentrieren. I must position myself well. Ja, tu das. Suppression bitte. Ratatatatatateng, genau. Holy shit, das ist rumgeruttelt. Nee, du musst hier hochschießen. Ja, doch. Schön. Du bist, denke ich, der Nächste. Mal ganz kurz gucken, wie das aussieht bei den anderen. Ja. 62, Level 63. Bitte machen Blatt. Yes, sweet. You brought shame on your people, you mumbling devil. The fuck you doing? Oh, er hat aufgehört. Das war gut. So, nächste Sache. Wir schmeißen dort eins hin, hoffentlich. Oh, schön, ja, die sind beide offen. Sehr schön. Ich liebe die Granaten mittlerweile. Ich meine, ich mochte sie schon immer. Aber wie viel Schaden man jetzt anrichten darf an denen ist extremst. Ja, okay, das Ding ist bewusst. Ich denke, das ist das geringste Problem aktuell. So, okay, den will ich, denke ich, wirklich als allerletzten erst vorziehen. Das Ding ist mir auch Wurst. Ich denke, den müssen wir als erstes ausschalten. Oder? Wir müssen es einfach mal testen. Was kannst du sehen? 90%. Come on. Ernsthaft? Oh boy, das könnte jetzt richtig böse für dich enden. Dumb shit. Ich hoffe, du redest mit dir selbst. Du könntest noch hinziehen und einen von denen umnieten. Was auch riskant ist. Aber immer noch das Beste. Duff! Ernsthaft, what are you doing? Wow. Duff. Ernsthaft. Das könnte jetzt böse enden. Mhm. Aber zum Glück hat es niemanden getroffen. Ja, den schlürpt er jetzt natürlich zu sich hin. Das war... Oh. Die Dreckskinder können verfehlen. New to me. Vor allem können die... Oh. Wow, die können Poison nutzen, ne? Ist auch neu für mich. So, wenn wir jetzt vielleicht noch hinbekommen, dass das... Ich hätte natürlich am besten gefunden, wenn die Turret damit jetzt langsam draufgegangen wäre. Poisoned. Das ist eine gute Frage, wie Poison sich ja auswirkt, denn in...
In der Long War Mod war Poison war weit nervender. Okay, ja, dem will ich jetzt logischerweise nicht den Kill geben. Räum den mal weg. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Feel the Emperor's wrath. Das from above. Wunderbar. Jetzt könntest du theoretisch nochmal schießen. Ja, mach mal. Mach mal, mach mal, mach mal. Unleash all fury upon them. Ich hatte so gehofft, dass der das halt hinkriegt. So, du kannst, denke ich, hier hinrücken. Ich muss halt gucken, wie ich mich um das Gift kümmern kann. Das ist die Frage, ob das überhaupt Gift heilt. Genau. Könnte ich euch jetzt nicht sagen. Go! War das clever? Das würde immerhin das Ding nicht sehen. Also was, geh mal Hunker down. Das ist natürlich auch gleichzeitig wieder hier das Problem, dadurch, dass ich so viel kaputt bekommen habe. Ist hier jetzt nicht mehr allzu viel, was man nutzen kann. Geh mal einfach hier hin. So, was ist jetzt hier noch? Wir haben... Wo bist auch ein... Dinges, ey. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass du nicht von der anderen Turret getroffen werden kannst. Ist den kaputt? Ich hoffe jetzt mal, dass es kaputt ist. So, Haywire Protocol? Wow, wir könnten das Ding übernehmen. Lass mal nicht machen. Ich werde aber mal gucken, ob das funktioniert. Wir haben ja genug Medkits, so ist nicht. Aber mal gucken, ob das halt theoretisch auch Poison entfernt. Ein HP healed. Es sah aus, als wäre das andere Zeug auch nicht mehr am Start. So, und du wirst einfach mal hier Overwatch bleiben. Hi! Guten Tag, das könnte ein Problem werden. Oh, vor allem, wenn man nicht trifft. Das sind gleich zwei angeblich. Oh boy. Das ist natürlich eine böse Kombination. Ja, das Ding wird natürlich feuern, aber das war zu erwarten. Ist aber zum Glück nicht sonderlich gut dabei. Okay. Damit kann man leben. So, bum bum bum. Die Frage ist, wie wir das Ganze angehen. Scanning ist gerade nicht drin. Ihr steht in den extremst ungünstigen Positionen. Und ich hoffe mal, dass du da hinlaufen kannst, ohne ins Gift zu hüpfen. Das wäre doch schick. Da, indeed. So. Ich denke, der muss als erstes weg. Der andere ist ebenfalls übel, keine Frage. Aber... leider ist seine Sache noch nicht so gut. Aber weil er es bisher nicht als Fokus hatte. Das ist echt doof. Wir haben jetzt hier natürlich aus Selbstverschulden extremst viel Cover verloren. Ich denke... wenn der den irgendwie besser treffen könnte. Unser Problem ist definitiv, dass Kollege Sniper halt nachladen muss. The mightiest weapon is powerless without the warrior to wield it. Eyes open. One moment of laxity may condemn us all. Ja, mehr oder weniger. Du bist ein Problem. Du bist ein großes Problem, denn ich kann dich nirgendwo platzieren, ohne die Angst zu haben. Ich denke, du musst hier hin. Darf ich den dahin bringen? Ich denke, ich muss... ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich denke, das ist das Problem. Ich würde am liebsten den als erstes versuchen zu entfernen. Dementsprechend werden wir die auch darüber werfen. Die Kombination sollte sein, dass halt er das Ganze anfängt und freaking beendet. Naja, heul du nur. Du... Wie gesagt, ich fände es schön, wenn ich irgendwo Fullcover hätte und ihm auch die Möglichkeit geben würde, dass er dann trotzdem schießen könnte, aber das ist nicht gegeben. Das ist also überhaupt nicht gegeben. Weißt du was? Hilf mal ganz hier raus.
Und geh einfach, denke ich, nur Overwatch. Schön! Schöne Animation, ja. Einfach Overwatch. Du. Wo halt erst du? Oh, bitte triff. Okay, gut. Das war nämlich wichtig, bevor der irgendeine scheiß Schildsache wieder aktiviert und damit auch seinen Kollegen an der Seite bufft. Das kann man nämlich überhaupt nicht gebrauchen. So. Du rückst hier hin. Damit kannst du nämlich jetzt hoffentlich auch zur Seite schießen, falls jemand in der Nähe auftaucht. Das werde ich nicht versuchen. Unter 50% ist mir dann ein bisschen zu risky. Und nee, du musst Overwatch. Indeed. Und es ist auch sehr schön, man wird darauf hingewiesen, wann man ins Poison latscht. Hm. So, du hast geschossen. Du könntest... Oh Gott. Also, wenn man sich wirklich an die Granatwerfer gewöhnt hat... Oh boy. Sind die normalen Reichweiten von Granatwürfen ein bisschen traurig. Das wirklich Wichtige war, dass er einfach nur geschossen hat. Denn ich hatte Angst, dass der näher kommt und dann irgendwie versucht, eine Granate zu werfen. Dementsprechend hatte ich kurzzeitig überlegt, ob man Maestro tatsächlich eher auf den rechten Baum darüber begibt. Overwatch. Ernsthaft? Lass mal kurz was gucken. Mach mal. Wir werden, denke ich, das als erstes probieren. Wenn das nicht funktioniert, denke ich, werden wir einfach mit Granaten um uns werfen. Und das dann irgendwie so regeln. Let's go. You can do it. Yes. Sehr schön. So, die Frage ist, wir hatten 3, wir hatten 6. Das sind jetzt 8. Das sind 8 erst, ne? Also wir haben noch 3 vor uns. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. So, du könntest jetzt nochmal werfen. Und hier war wirklich wichtig. Der war nicht zu sehen. Oh, schön. Ich denke, das müssen wir tatsächlich sogar machen. Ich realisiere auch gerade, wenn wir das Ding übernommen haben, ist Overwatch egal. Wie machen wir das? Was ist das hier eigentlich? Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff, okay. Hier ist aber eigentlich nicht mehr allzu viel, ne? Das wird lustig. Das wird wirklich lustig herauszufinden, was hier noch angeblich auf uns wartet. So, du gehst jetzt hier rüber. On guard. Und Pistole. Set up firing positions in there. Schieß einfach mal. Schön. Sehr schön sogar. Okay, wir rücken auf. Go right. Das ist eine verdammte Tür. Das heißt, ich kann nicht... Die Idee war wirklich die ganze Zeit, sich hinter dieser Wand dank Fullcover zu verstecken. Das Ding ist nicht Fullcover. Wow, shit. Interessanterweise, man hätte sich hier vor Cover verstecken können, aber man kann nicht unten durchgehen. Wow, das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem sogar. Rück mal hier hin. Go! Und weißt du was? Lad mal nach. Du hast ja 2 kostenlose. If you can't dazzle him with brilliance, riddle him with bullets. Come at me! Turret Overwatch und Doom. Rück mal. Ich denke, jetzt ist es halbwegs sicher. Die Frage ist halt nur, wann wir die Turret zerstören müssen. Ist es nur die Turret? Ach so, Moment, die Turret könnten auch dazu zählen. Moment, lass mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aus der Luft. Also irgendwas fehlt doch noch. Irgendwas ist doch noch hier. Ich traue der Sache nicht. Ich kann leider nicht gut werfen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Und ich habe kein Problem damit, halt diese verdammte Turret auszuschalten. Aber mir wäre es halt lieber, wenn ich wüsste, ob das halt die Turret jetzt noch sein soll oder nicht.
Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Mein Problem ist ebenfalls, dass ich Angst habe, dass hier oben irgendwas ist. An einer Position, die eher mir unangenehm wäre. Rück mal hier hin. Can't see shit, Captain. Ah, ich hätte gern die Turret behalten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Reloading here. Denke, wir haben die noch für eine weitere Runde. Also denke ich, geht's auch in Ordnung, wenn wir hier schon so ein bisschen vorrücken. Ready for battle. I'll make a run for it. You make a run for it. Move gear up. So, und dann würde ich sagen, du lädst dann mal nach. Du auch. Mensch, habt ihr alle keine Munition mehr. Ah, dass er da halt nicht in die Ecke kommt. Hier ist alles sicher. I don't know. This is Imperial Territory now. Ist das wirklich nur das eine Ding? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, okay, weg damit, würde ich sagen. Kannst mir jetzt nicht erlauben, dass das Ding halt dann irgendwie umspringt. Moment, lass es mal gucken, wie die anderen das lösen können. Ja, du musst, denke ich, schießen. Okay, gut. Und dann machst du es jetzt bitte kaputt. Schade drum, definitiv. Hätte es gerne anders genutzt. Aber das ist dann doch halt ein Ticken sicherer. Ja, indeed. Okay. Ihr bleibt erstmal hier in der Sicherheit. Wo zur Hölle sind die Dreckskinder? Come on. Ich überlege gerade, der denke ich mal hier hin. Nun nicht du oder du? Ja, so eine Frage, was cleverer ist. Denke, du gehst hier hin. Let's get serious. Ach Gott, es ist noch einer von denen. Well, shit. Well, big shit. Das ist richtig big shit, wow. Okay, ich denke, es ist relativ klar, wir werden Granaten werfen, als gäbe es keinen... Oh, shit. Wie reagiert denn der, wenn getroffen, wenn er getroffen wird? Das ist eine gute Frage, ne? Ich denke, wir sollten clever sein. Und versuchen, so viel Cover von dem zu zerstören wie möglich. Lustigerweise ist es scheinbar alles egal, ob wir das zerstören oder nicht. Oh, sweet. Da ist nochmal einiges explodiert. Und der andere ist gleich drauf. Oh, sweet. Shit, fliegt der jetzt? Watch those supply crates. If you destroy them, there won't be anything left for us to recover once the area is secure. Ja. Ist jetzt wirklich scheißegal. Ich muss den Dicken loswerden. Kann ich jetzt nicht zugucken und sagen, ah, nee, lieber nicht. Lieber draufgehen. Gerade das Vieh, das einfach in die Luft fliegen kann und irgendwelche Scheißraketen abballern darf. Nee, danke. Du darfst hier nicht spielen, wie du lustig bist. So. Ja, ihr werdet aufrücken. Und ihr werdet hoffentlich clever aufrücken können. Und du? Lass mal gucken, wie Killzone funktioniert. Enhanced Quartzsight Overwatch in a Cone of Fire. Mach mal. Faith is our shield. Hi! Sehr schön, der reagiert nämlich jetzt einfach auf Gegner und nicht nur auf Movement. Oh boy. 14% ist trotzdem nicht viel. You should have seen this coming. You can't hurt me. Indeed, should have. Okay, da bricht irgendwas zusammen. Ist mir recht. So. Du rückst... No, du rückst nicht so voran. Du rückst hier entlang.
Ja, wir müssen einfach nur clever sein und versuchen, von möglichst vielen Punkten auf die loszugehen. Ihn will ich voranschicken, einfach weil er halt den Radius hat, eventuell ihn halt da perfekt zu treffen. Schön. So. Sieht den jetzt noch jemand? Warum sieht denn jetzt niemand mehr? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, du siehst ihn. Lass mal ganz kurz gucken. Du könntest den für 71 treffen. Hat irgendjemand schon eine Beförderung bisher bekommen? No. Doch, du hast eine. Schick. So, dann würde ich sagen, du machst den ersten Versuch. Schade. Schade, schade, schade. So. Wir müssen überlegen, wie wir das halt jetzt am besten machen. Du könntest noch vorrücken. Let's roll. Mir geht's einfach nur darum. Er sieht den nicht. Wegen dem verdammten Fahrzeug. Wie wir die halt vorrücken lassen. Ich hoffe, das ist es von der Anzahl, weil sonst mache ich einen dummen Fehler. Go left! Get over here! So, du schießt wirklich einfach. Oh, schön, 80% jetzt sind's. Gut. Your luck runs out. Ah, have not seen many of these. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Sweet. Einer wurde verletzt. Ernsthaft? Weil er Gift eingeatmet hat, wehe, der fällt jetzt dafür mehrere Tage aus. Das war eine Mission, die gut lief. Aber ich denke, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir so viele Granaten um uns werfen können wie kein zweiter. Klar könnte man sagen, es ist toll, dass der mehrere Granaten doppelt haben kann. Und ich denke, ja, im Endeffekt, der Grenadier ist wirklich der Witz, dass er halt mit Granaten oder Explosives allgemein um sich wirft. Und da fände ich es dann halt dumm, wenn er sagen würde, nö, statt drei nehme ich nur eine mit, weil, you know, ich finde es lustig so. Ich finde das durchaus in Ordnung. Und man darf nicht vergessen, das hat auch seine Nachteile. Wir hatten wirklich Probleme mit Cover. Und während die Gegner zum Beispiel gekommen wären, wir zum Beispiel unsere Grenadiere durch dieses Half-Cover manövriert hatten, dann hätte das böse sein können. Und dementsprechend denke ich, es geht das in Ordnung. Ernsthaft, das hat ihn 6 Tage lang. Du wurdest wirklich für 1 HP getroffen. Also das finde ich übertrieben. Ansonsten auch wirklich, Übersicht ist sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Arax hat 11 Kills, aber in 5 Missionen. Ich denke, das ist super. Da gibt es nicht viel zu sagen. The grenade in your grenade only slot gains a bonus use. Any direct cannon shot hit or miss. Jo, nicht verschwinden. Will target increasing your squads. Das ist natürlich nicht falsch, gerade halt in Verbindung mit dem. Kann ich zurück? Ja, ich kann zurück. Aber ich kann nicht gucken, was du hast. Verdammt, dann machen wir das gleich als nächstes. Ich will nämlich wissen, was ich bei ihm gegeben habe. So, gucken wir mal hier. Implacable. If you score 1 or more kills on your turn, you are granted a single bonus move. Wow. Bladestorm, free sword attack on any enemy that enters or attack from melee range. Extra Schaden, falls jemand an dir vorbei... Doch, das sollten wir machen. Andere klingt auch nicht falsch. Das Problem ist leider nur dadurch, dass man halt eh nur begrenzt Munition hat. Können wir hier nicht unendlich lange rumballern, als gäbe es keinen Morgen. Lerium Core, Advanced Repeater, das ist alles schick, aber das Wichtigste ist zum Beispiel hier. Beneath its excellent exterior, the Archon is a surprisingly haphazard combination of flesh and metal. Oh boy. An aesthetically impressive specimen, the hidden horrors of melting organic tissue with the inner workings of a machine are well disguised here.
Und ansonsten irgendwas ist im Hintergrund am herumfliegern, was vielleicht nervig ist. Also, the unique melee weapon employed by the creature could be of particular interest to our rangers. Mhm. Ja, die durften wir ja zum Glück bisher noch nicht miterleben. Yes, sehr schön. Er ist wieder am Start und ist jetzt auch stärker. So, wir haben noch jemanden, den wir verbessern dürfen. Genau, dementsprechend wurde es auch hervorgehoben. So, wir haben Atomsk. Der Waffen-Upgrade, das ist... Sollten wir aber auch mal gucken in der Zwischenzeit. Zwei Available Slots. Gucken wir nachher mal. Du hattest Soldier Abilities. Was hattest du? Du hattest Heavy Ordnance. Die Frage ist, ob das andere nicht vielleicht clever wäre. Oder cleverer. Ja, weil wir schon einen so haben. Bonus-Uses sind aber extremst gut. Und dadurch, dass wir dann wirklich halt extremst mit Explosives um uns werfen. Also ich denke, das ist ein Slot, wo man beides nehmen kann und in Ordnung damit gehen kann. Denn plus 15 nochmal Treffer, wenn man das zum Beispiel mit Suppression verbindet, das wäre richtig geil. Wenn man zum Beispiel überlegt, in dem Angriff gegen den Archon, der gerade in der Luft war und seine Raketen vorbereitet hatte, der eine macht Suppression, damit der sich nicht bewegen oder schießen kann, ohne halt wieder angegriffen zu werden. Und dann könnte zum Beispiel der Sniper mit verbesserte Chance nochmal schießen. Die Frage ist, ob man das tatsächlich aber braucht. Ich gehe mal davon aus, dass wir die jetzt häufiger antreffen werden. Also es könnte hilfreich sein. Aber insgesamt, in den meisten Situationen, wäre mir, glaube ich, das andere lieber. Einfach weil man halt wirklich häufig diese Granaten einsetzt. Und da dann halt alles umzunieten oder sogar explodieren zu lassen, ist super hilfreich, denn... Gerade wenn die getriggert worden sind bereits und man halt die in Cover gehen ließ und dann auf einmal haben sie keinen Cover mehr und wurden richtig stark noch dazu getroffen. Ja, also, das ist so eine Sache, wo man halt beides nehmen kann, denke ich. Nope, das ist das Falsche, vielen Dank. Ja, also, weißt du was, wir gehen tatsächlich mal Holo-Targeting. Bist einfach mal so ein bisschen andere Richtung, hast du immer noch deinen Granatwerfer, aber wir versuchen eher so jemanden zu haben, der ein bisschen auch mit der Waffe einen Unterschied anrichten kann. Okay, doch gucken wir mal ganz kurz noch, was wir Upgrades hier machen könnten, ob das einfach genau die gleichen sind oder ob das halt von Klasse zu Klasse irgendwelche Unterschiede hat. Wir gucken einfach mal. So, und zwar, wir haben Crit Chance verbessert, Free Reloads, auch nicht unbedingt falsch. Instant Kill Chance für 5 und 10% Critical Aim. Ja, das ist mir uninteressant. Aber es ist interessant, dass man wirklich halt mit gewissen Sachen startet und dann halt Advanced einfach nur halt mehr noch oben drauf gibt. Alles nicht so unbedingt interessant. Ich meine, wie viele haben wir davon? Eins, ja, also nicht wirklich viele. Aber ich denke, ab einem gewissen Punkt sollte man gerade den richtig hochleveligen Charakteren das Zeug geben. Ja, fehlt zum Beispiel noch eine Sache. Okay, dann würde ich sagen, simulieren wir noch ein bisschen weiter und gucken, ob wir vielleicht den Power Relay noch fertigstellen können, um dann halt die nächste Sache schon vorzubereiten. Gibt es sonst noch irgendetwas anderes? Supply Drop Available, Commander, we have the... Yep. Und zwar... Reward Supply Rate. Aha. Ja, flieg mal dahin. Das ist wirklich der Fall, dass wenn wir das uns angucken, dass wir dann eine Mission bekommen, weil das wäre interessant. Ansonsten, wir müssen uns da auch irgendwann weiter hinarbeiten. Aber wir brauchen erst den Strom, dann die Communications Relays und dann können wir uns dahin arbeiten. Sweet. So. Das ist das hier. Vor allem könnte man das upgraden. Das werden wir in der Zukunft irgendwann machen, aber nicht jetzt. Damit haben wir jetzt einiges mehr. Achso, wir haben schon drei. Ah, okay. So. Lass uns mal ganz kurz gucken. Wir haben Shadow Chamber Proving Grounds. Damit können wir Sachen bauen, damit können wir Sachen forschen. Damit werden wir vermutlich ebenfalls wieder Power bekommen. Und das wird die Power-Ecke sein. Mehr dürfen wir, glaube ich, dann gar nicht großartig machen. So, was wir brauchen, ist Advanced Warfare Center. Das kann uns... Decrease the time of soldier need to recover from injuries. Das ist also zur
Regeneration nicht falsch unter diesen einen Bonus, wo man extra Abilities bekommen kann. Guerilla Tactics School hingegen jedoch ist ebenfalls super wichtig. Ich denke, ich werde wirklich mit der Tactics School als erstes beginnen. 14 Tage und das Ding bauen wir da drunter. Wir haben die Energie, wir werden, denke ich, auch beides gleich starten. Und dann müssen wir dann irgendwann gucken, aber das werden wir vermutlich dann weiter... Obwohl, Moment. Hier muss die Resistance Com hin, ne? Ne, wir müssen erst die Resistance Com starten, das ist wichtiger. Damit wir mehr davon haben, ja. Resistance Communications Facility Construction initiated. So, wir haben einen, sehr schön, das reduziert es nochmal. Und da war, starten wir jetzt mit dem zweiten, und zwar mit der Sache. Guerilla Tactics School Construction initiated. Ja. Ich hoffe, das ist clever. So, die letzten drei Sachen. Das wird dann halt wirklich auf das Psylab rauslaufen. Die Abwehrsache, falls wir angegriffen werden. Ja, und dann mal sehen. Also so hundertprozentig zufrieden bin ich noch nicht, aber ich denke, das ist das Beste, was man machen kann. Ansonsten müsstet ihr vielleicht mir auch mal, für diejenigen, die das Spiel vielleicht schon ein bisschen mehr gespielt haben, sagen, ob man hier tatsächlich nochmal ein Power Relay reinsetzen sollte oder ob man lieber mit den drei lebt oder in der Zukunft irgendwie Engineers reindrückt und dann lieber so halt das Ganze macht. Ich denke, das wäre sogar fast besser. What? Okay, wir machen jetzt ganz kurz noch das weiter. Frage ist, ob man vielleicht eher... Obwohl, wie lange haben wir das denn hier noch? 3 days remaining. Nee, und das Ding hier? Noch 12. Weißt du was? Ich will das hier haben. Yes, yes. Avenger plotting new course. Ich denke, das ist clever, dass wir versuchen, das Zeug noch mitzunehmen. Some images are the worst of what we find today. They're slaughtering us, Doctor. What could be worse? We're about to find out. I've patched the Shadow Chamber directly into the ship's computer. It's been sifting through the material we've recovered non-stop since our return, cataloging sequences. Genetic sequences, in near infinite combinations, yet all bearing similar genetic markers. Human markers. There must be thousands of them. Tens of thousands, and the procedure is still nowhere near complete. Which is why we need the ship's computer to find out where they came from. By cross-referencing them with the data we've managed to hack from the Advent network. It's an admission file from one of the gene therapy clinics. Avatar. Just what exactly is in that vial? In my worst nightmares, I would never have imagined. Doctor. I believe we have found the missing civilians. That's impossible. The gene clinics. Millions of people, just looking for help. Medically screened and selected. Suitable candidates taken to that contemptible facility to be processed, refined into the material we now possess. But... why do this? I could not begin to fathom a guess at this point. There exists no research that would ever warrant this. It's genocide, Doctor. And these people are walking right into it. We may not know what they're doing with this stuff, but I think I can find out where it's going. Got it. It's a high security production facility. Standard defensive complement. Then I strongly suggest we pay them a visit, Commander. Agreed. The information we gained could prove invaluable towards stopping the aliens' true agenda. New objective added. Ich denke, das wird dann doch eine Aufgabe sein, die ein bisschen wichtiger ist, als nur nochmal ein Supply Rate zu bekommen. Okay, dann wird das beim nächsten Mal unsere Aufgabe sein. Ich verabschiede mich. We're making progress, Commander. I've updated our objectives based on the latest findings. Okay, lese ich noch die Sache vor und dann verabschiede ich mich. Codename
Chrysophoia. My initial curiosity and excitement regarding our early discoveries involving the recovered alien data have been all but extinguished by the disturbing results of my latest tests. Having analyzed the composition of the green-hued substance retrieved from the Advent Black Site, I can only draw one conclusion: that the facility was designed solely for the refinement and production of concentrated genetic material, human genetic material. With the entirety of our ship system dedicated to my analysis, I found that the single vial we recovered contains the unique human genomes of over 1 million subjects. 1 million people convinced to join the Advent Cities out of desperation, then subjected to appalling experiments that eventually cost them their lives. To what end? I can only imagine. Bis zum nächsten Mal.